Den Bus von außen werde ich euch mal hinten im Industriegebiet irgendwo zeigen. Hallihallo Freunde, heute mal aus ein bisschen anderer Sicht. Wir sind gerade unterwegs nach Altona. Meine Freundin hat da ein kleines Fotoshooting und ich wollte heute einfach mal so ein einfaches Video geben, was so in ganz naher Zukunft passiert und was ich so vorhabe. Weil ich habe jetzt nächste Woche Prüfung, also für euch jetzt Montag geht's los, also morgen geht's los. Und dann geht's auch wieder richtig mit den Videos los und vielleicht mal ein bisschen was Spannenderes, beziehungsweise auch mal ein bisschen was Aufwendigeres. Weil momentan habe ich halt wenig Zeit einfach. Also es liegt auf jeden Fall an demnächst oder sehr bald, dass ich eine Roomtour 2.0 machen möchte, sozusagen in der Art. Nur einfach, dass es ein bisschen detaillierter wird alles. Also ich habe, ich finde persönlich das Video, was ich zuerst gemacht habe, jetzt schon mittlerweile nicht mehr so gut, wie ich es mir einfach vorstelle. Und deswegen möchte ich das auf die Art und Weise machen und aber euch natürlich was anderes zeigen. Also das heißt, es wird alles genauer gezeigt, wie ich das mit dem Umbau genau gemacht habe und so und wo meine Kabel überall versteckt sind und so. Und übrigens ist das auch wieder eine Idee von einem Abonnenten gewesen und das finde ich echt klasse. Weil genau das möchte ich erreichen. Also dass ihr das schaut und seht und vielleicht euch dafür interessiert und dann einfach mal Ideen raushaut. Das wäre so der erste Punkt, das größte Projekt, so was jetzt momentan ansteht, weil ich dafür auch den ganzen Bus ausbauen möchte und so, aber das seht ihr dann ja. Als nächstes möchte ich noch die Heckscheibe, ihr seht das vielleicht so ein bisschen, die Heckscheibe ist noch nicht foliert, weil ich habe es einmal probiert und es ist nicht ganz so einfach wie die Seiten, weil die doch ein bisschen abgerundet ist und deswegen werde ich dann auch mich da nochmal ran machen und auch das werde ich natürlich festhalten. Und dann euch zeigen, wie ich das so ungefähr mache. Ob es jetzt klappt oder nicht, kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich versuche es einfach mal. Ja, und das nächste ist halt heute. Und zwar sind wir jetzt ja gerade unterwegs, aber nachher möchte ich gerne meinen Bus noch sauber machen, mal ein bisschen vernünftig und so, weil jetzt wird das Wetter auch mal ein bisschen wieder schöner und so. Und es lohnt sich auch, den Bus sauber zu machen. Das heißt, überwiegend natürlich von außen. Und dann möchte ich euch den mal von außen komplett zeigen. Es muss sagen, es ist zwar nichts Besonderes, aber dann seht ihr einfach mal, wie es aussieht, wie er momentan so aussieht. Und vielleicht auch kann ich noch mal so ein bisschen mitteilen, was ich noch so vorhabe, was jetzt von außen ansteht und so. Ja, das ist so im Prinzip das, was wirklich in nähere Zukunft kommen soll. Also das heißt wirklich so in den nächsten 2-3 Wochen, weil die Scheibe folieren möchte ich gerne noch machen, bevor wir nach Köln fahren. Das wird dann, ich glaube, der 9. und 10. April sein. Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Da muss ich mir auch noch mal was zu überlegen, genau, weil wir fahren auf die Fibo. Und ich glaube, das ist nicht für jeden so interessant, da so eine Muskelmänner oder Fitnessleute zu sehen und deswegen werde ich mir da noch mal ein bisschen was einfallen lassen und da möchte ich euch natürlich auch den Campingplatz zeigen und so weiter, wo wir dann übernachten werden und so und ein bisschen so das Leben, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie wir da so ein bisschen das alles machen und so. Ja, dann war es das jetzt eigentlich schon hier. Dann sehen wir uns nachher wieder bei der Autowäsche. So, ich muss euch noch mal was zeigen. Und zwar sind wir jetzt gerade aus dem Fotostudio raus. Und durch Zufall ist hier irgendwie so eine Kulturwerkstatt, nennt sich das. Und da stehen ernsthaft ganz viele Busse vor. Ich will sie jetzt nicht so direkt zeigen, wie den Kennzeichen und so. Aber es ist echt super witzig, dass jetzt gerade hier, wo wir jetzt hier so durch Zufall sind, ganz viele Busse stehen. Und hier vorne steht auch so ein großer LKW, der wahrscheinlich auch umgebaut ist. Was sagst du? Und der sieht auch ziemlich nice aus, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich schon ein größeres Gefährt. Und ja, nochmal einen ganz kleinen Moment. Hier vorne habe ich nämlich eben auch was entdeckt, als wir gekommen sind. Und zwar steht hier noch so ein, ich glaube, das ist ein T3. Und davor stehen zwei Anhänger. Die sehen echt ziemlich cool aus. Also der eine Anhänger scheint irgendwie aus einem T3 geschnitten zu sein, also nur das Hinterteil, glaube ich zumindest, dass es ein T3 ist. Und hier ist auch noch so ein Polo-Rückteil, ebenfalls als Anhänger gebaut.
Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, das nur durch Zufall jetzt gerade irgendwie mal, und das wollte ich euch nochmal zeigen, weil ich es irgendwie ganz witzig fand. Ja, hier steht sogar noch einer da hinten in der Straße. Also es scheint auf jeden Fall irgendwie eine Werkstatt zu sein, wo solche Dinger aufbereitet werden oder irgendwie zumindest irgendwas gemacht wird. Und das fand ich irgendwie ziemlich witzig, gerade mal zu zeigen. Vielleicht habt ihr beim Einfahren jetzt schon gesehen, ich bin jetzt bei der Waschanlage, beziehungsweise bei so einem Waschpark. Und vielleicht habt ihr beim Einfahren schon gesehen, warum ich immer hier bin. Also man kann es hier, glaube ich, ganz gut sehen. Wir haben hier so ein kleines Podest, wo ich dann auch schön ans Dach rankomme. Das seht ihr vielleicht, wenn ich jetzt gleich das Auto dann putze. So, jetzt kann es losgehen. Und nur noch einmal klarspülen und dann sind wir raus. So, wir sind fertig. Den Bus von außen werde ich euch mal hinten im Industriegebiet irgendwo zeigen, weil hier stehen ja auch Leute, die warten. Deswegen bis gleich. So, wie ich finde, habe ich einen ganz netten Platz gefunden und wie gesagt, jetzt einmal nur eine ganz kurze Runde um den Bus herum. Also wie ihr seht, von außen im Prinzip alles standardmäßig, so wie es immer schon ist. Außer natürlich die Scheiben, die sind so ein bisschen dunkler natürlich durch die Scheibenfolien. Das sind jetzt natürlich meine Winterreifen. Da habe ich noch richtig schöne Sommerreifen von meinem Golf. Also das habe ich mir nicht dazu gekauft, sondern die sind noch von meinem Golf und die passen auch. Von hinten, ich habe die Hecktür, die sich nach oben hin öffnet und nicht die zweigeteilt ist. Mein kleines Oscar-Schild sieht man vielleicht so ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich von außen gemacht habe. Ansonsten die Heckscheibe, die Folie, die kommt halt noch, wie ich vorhin schon sagte. Also das nächste Projekt. Ja, dann hier ganz normal eine Schiebetür, also nicht auf beiden Seiten, vielleicht, falls es schon aufgefallen ist. Hier auch wieder alles ganz normal, so wie es, glaube ich, auch ab Werk ist. Genau weiß ich natürlich auch nicht, weil er gebraucht ist. Ich weiß nicht genau, ob diese Blinker hier, ob die normal sind, weil die sind so ein bisschen verdunkelt. Und das könnte sein, dass die wirklich mal verändert wurden. Ja. Und das war es dann im Prinzip auch schon so von außen. Also natürlich, was ich mir noch so vorstelle, ist dann, dass ich oben gerne noch einen Dachgepäckträger drauf hätte. Allerdings muss ich da auch einen speziellen haben, beziehungsweise den man ohne Dachreling benutzen kann. Kommt gerade ein Auto. Weil ich keine Dachreling habe. Also ja, halt keine Rinne sozusagen, wo ich die einhaken kann. Aber das gibt es auch. Da mache ich mir keine Sorgen, kostet halt alles nur Geld dementsprechend. Dann möchte ich gerne, überlege ich momentan echt noch, ob ich Solarzellen oben drauf packe oder nicht. Wer vielleicht Erfahrungen hat damit, gerne mal bitte Meinung sagen oder so, weil ich habe hinten ja die kleine Tiefkühltruhe, also die Kühltruhe hinten drin. Und die würde ich gerne sozusagen über dieses Solar laufen lassen, also in Anführungsstrichen. Ich weiß, die Batterie wird ja aufgeladen. Aber dass das abgedeckt ist mit dieser Tiefkühltruhe, also mit der Kühltruhe. Und das wäre schon echt schön. Also ausgerechnet und alles habe ich mir das auch selber schon. Nur ich möchte einfach mal Erfahrung haben, ob sich das wirklich einfach lohnt. Auch wenn man jetzt irgendwo auf dem Campingplatz ist oder so, hat man ja meistens Strom. Aber ich will auch ein bisschen autark sein können. Und deswegen ist die Überlegung überhaupt einfach da. Ja, ich denke, ansonsten das wäre es eigentlich. Meine Planungen von außen sind einfach sehr minimalistisch, weil ich denke, von außen muss nicht viel gemacht werden.
sollte irgendwie mal Rost anfallen oder so, was momentan einfach super ist, dass es bei mir nicht so ist, dann wird da natürlich auch was gemacht, aber das wird auch alles festgehalten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos sehen wollt mit Oskar und mir, lasst ein Abo da und ja, wenn ihr Bock habt, gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und freut euch auf die nächsten Videos. So, und was ich noch vergessen habe ist, vorhin, als ich gesagt habe, was noch die Pläne für die Zukunft sind, was allerdings noch ein bisschen dauern wird, ist, ich möchte gerne diesen Boden, also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also wirklich den Unterboden von dem Transporter möchte ich komplett lackieren, weil ich gesehen habe, als ich das alles eingebaut habe, dass es ein bisschen anfängt zu rosten, also im Innenraum allerdings, nicht von unten, sondern von innen. Und das möchte ich alles so ein bisschen entfernen und dazu gibt es dann auch noch ein Video, genau. Ja, das war's aber jetzt auch wirklich.